Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play von mir, Neon Knight 7. Es nennt sich 7 Wonders of the Ancient World. Und ja, zuerst muss ich mal was beichten. Nämlich, dieses Projekt wollte ich eigentlich als allererstes auf dem Community-Channel Orange War LP hochladen. Habe ich jetzt nämlich ein anderes Let's Play geplant. Und, nein, auf meinem Channel habe ich eigentlich ein anderes Let's Play geplant. Ja, aber das Spiel, das wollte ich nicht so. Ich habe eine halbe Stunde aufgenommen, bin genau 0,00001% weitergekommen, habe keine Ahnung, was ich tun soll, habe mich gefragt, ob dieses Spiel überhaupt funktioniert. Ja! Es ist unglaublich gewesen. Ich bin rumgelaufen wie Falschgeld. Außerdem hatte Ton rumgespackt wie irre und... große Probleme, sag ich nur. Das heißt, ich werde jetzt 7 Wonders hier und auf Orange War LP gleichzeitig hochladen. Aber natürlich zwei verschiedene Projekte. Was? Punktzahl? Egal. Kannst du mich mal. Also ich muss kurz noch was schneiden. Ich habe gerade eine SMS bekommen und sollte die beantworten. Bis gleich. So, es geht wieder weiter. Ich hab die SMS gesendet. Haha. tja. Was soll ich sagen? Neue Freundin, da ist es halt so ein bisschen. Alle Buschverliebten weiter wissen, was ich meine. Also, ich. Lösche das jetzt einfach mal. Weil, das habe ich schon mal angezockt. Allgemein, das Spiel ist nicht blind. Ich hab's schon durch. Und ja. Ich sage euch, das wird am Ende sau schwer. Kann ich euch gleich mal spoilern. Hahaha, Spoilerer. Du Irrer. Verschossen gehörst du. Ja, und zwar gibt's ein Level, an dem habe ich früher so verdammt oft versagt. Ich frag mich heute, ob ich. Ich frag mich heute schon, ob ich da später nicht ein Best aufmache. Aber das schauen wir zu gegebener Zeit. Also, ich bin ganz ideenreich und nenne es Neon LP. Du bist dabei, eine Reise anzutreten, die noch niemand vorher gemacht hat. Sie beginnt am Fuß der großen Pyramide von Gizeh und geht weiter durch die ägyptische Sandwüste zu den mysteriösen hängenden Gärten von Babylon. Auf einem weiteren Weg reist du über die bezauberte Mittelmeerinsel ins glorreiche antike Griechenland. Mit einem klaren Ziel und einem starken Willen wirst du etwas sehen, das noch nie vorher blickt wurde. Alle sieben Welt von der Antike. Lass die Reise beginnen. So, was kann man hier alles machen? Man kann das Spiel verlassen. Das will ich aber nicht. Man kann Punktzahlen gucken. Das, was gerade eben so eingeblendet wurde, tja, wie gesagt, hab's mal angezockt. Gut, hier nicht zu sehen, weil ich auf diesem PC noch nicht gezockt habe. Mal zur Erklärung. Platzierung, Name, Punkte. Und dann gibt es am Ende noch ein Abzeichen. Und das hier. Erstes Abenteuer, zweites Abenteuer, drittes Abenteuer. Ja, es gibt drei Abenteuer. Man darf das Spiel dreimal durchzocken. Und das erste ist noch das Einfachste. Das zweite ist schon schwer und das dritte ist brutal. Also das ist Hardcore-Mode in Minecraft, würde ich sagen. Eine neue Nachricht. Warum beantworte ich die im Let's Play? Also, dann kann man auch noch Spieler wechseln. Macht keinen Sinn, weil ich kein zweites Spiel habe. Option, Geräusche leise stellen oder ganz laut. Muha, ganz laut. Musik verstellen, Vollbildmodus machen, will ich jetzt aber nicht, denn ist es ein bisschen blöd vom Aufnahmeformat her. Tipps lassen wir an. Und dann kann man Hilfe, Hause angriffen, Runen und Eier sich zu erstellen. Tja, jetzt gebe ich euch einen kleinen Überblick darüber, was es so alles geht. Toll, ich bin so blöd, ich kann mein Handy nicht bedienen.
Lest es euch einfach durch, werde ich hier nähren es beantworte. Warum tue ich das in Let's Play? Weil das habe ich schon mal gefragt, ne? Geil. 12:23, bla bla bla. Gestern nicht lange geschlafen. Lest es euch einfach durch, wenn ihr es schon habt. Okay, ich mach das Schnitt. Weiter geht's, jetzt habe ich die Hilfe nicht weggeklickt. Ja, okay, Punkte habe ich schon gezeigt. Verlassen wollen wir nicht. Freies Spiel geht noch nicht. Schließt mindestens ein Level, um die Modus zu öffnen. Geht klar, Kollege. Sollte ich nur nicht so oft von den Festen unterbrochen werden. Denn der Grund, der kommt so demnächst mal. Also, die große Pyramide von Gizeh. Ihr seht hier, Gizeh. Babylon. Da müssen wir hin. Dann geht's nach Ephesus. Nach Olympia. Dann nach Halikarnassos, Rhodos und am Ende sind wir in Alexandria. Zurück in Ägypten. So. Und hier gibt's auch noch kein Israel, also macht euch mal keine Sorgen, da gibt's keine Kriege. Der Typ, der ist doch cool, ne? Also, nahe der Stadt von Gizeh gelegen, einer Totenstadt des antiken Memphis, nahe dem heutigen Kairo in Ägypten, stellte die große Pyramide von Gizeh vor 43 Jahrhunderten das größte Gebäude der Welt dar. Sie wurde als Grabstätte für den ägyptischen Pharao Khufu um 2065 vor Christus erbaut. Falls ich jetzt ein paar Namen falsch lese, ich hoffe, ihr nehmt das nicht so übel, aber ich habe hier eigentlich einen winzigen Bildschirm. Das ist winzig. Also der Bildschirm an sich ist schon groß, aber die Aufnahmefläche, ich kann das Fenster nicht größer machen. Von daher habe ich so... Hoppla. Okay, vergesst. Jetzt habe ich ungefähr 800x580 Pixel. Das ist nicht gerade groß. Die während der 20-jährigen Bauphase benutzten Techniken bleiben ein Geheimnis. Sie besteht aus 2 Millionen Steinblöcken, von denen jeder mehr als 2 Tonnen wiegt. Ohohohohoho. Überleg mal, 4 Millionen Tonnen wiegt die ganze Pyramide. Spuren deuten darauf hin, dass die Pyramiden von den alten Ägypten als Stätten für die Könige Khufu, Khefre und Menkaure gebaut wurden, damit diese ihre Reise ins Jenseits antreten können. Am Tresen. Hahaha. Kann ich leben. Blöder Reim. Manche glauben, dass die Pyramiden Gotteshäuser oder astronomische Observatorien waren. Leichtgläubige. Also ich würde mal sagen, wir beginnen in Gizeh. Also, cooler Tune im Hintergrund, die Pyramide von Gizeh, richtig schöner Bauplan von damals, das wird dann halt alles kompliziert, wir haben jetzt 0%, was der erste Level ist. Kleiner Überblick, das sind unsere restlichen Leben, man kann maximal 5 haben, wenn man 0 Leben hat und dann nochmal versagt, dann hat man endgültig verloren, dann ist man der Arsch. Ja, so ist es halt. Hier ist die übrige Zeit. Der Typ ist nicht so ganz von Bedeutung, der schiebt bloß riesige Steine runter und betet manchmal diesen Horn. Diesen Honk da an. Außerdem hämmert er gerne mal grundlos rum. Und trinkt aus seiner Ölkanne. Ja, er trinkt aus einer Ölkanne. Seht ihr? Er betet ihn an. Und er hat ein Mobiltelefon. Und da hinten sind Arbeiter. Egal, weiter geht's. Finde passende Runen, bis keine Quadrate mehr übrig sind. Mit Quadraten meint das im Hintergrund. Jedes Mal, wenn du passende Runen findest, bekommen die Arbeiter Bausteine. Je schneller du arbeitest, desto mehr Arbeiter werden zur Baustelle geschickt. Das ist schön, das ist toll, das gefällt mir. Ja, was soll ich sagen? Das ist ein bisschen. Da sind auch schon die ersten, die tragen die Steine weg. Die lösen sich zwar mit der Zeit auf, aber das ist egal. Der ist erschlagen worden. Hitzschlag oder so. Da wurde natürlich gleich von zwei seine Pferde weggebracht. Es ist ziemlich komisch, was die da unten bringen.
Herzlichen Glückwunsch, du hast 4 passende Runden gefunden, einen Kugelblitz zu schaffen. Tausche ihn mit einem angrenzenden Marmorstein und verdiene Bonus. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen da unten drauf achten, was die so bringen. Vermissen. Und ja, jetzt habe ich mal den Kugelblitz durchgejagt. Was auch ganz toll ist, man braucht keine Gleichung am anderen Ende, um den Kugelblitz loszulassen. Der zieht halt durch. Und vernichtet alles. Muha. Also, ihr könnt immer da unten drauf achten, da hat es gleich den nächsten umgehauen. Ich hoffe, das passiert nicht so oft, dann die Arbeit ist. Ich mache auch mal die ein oder andere Anmerkung zu diesen Trotteln da. Nein, die sind keine Trottel, die sind cool. Meine Homies. Herzlichen Glückwunsch, du hast 5 oder mehr passende Runen gefunden an einem Feuerballer schaffen. Den Bonuspunkt, indem du mit einer angriffenden Rune tauschst. Geht ungefähr so. Der fetzt dann nicht nur durch die Reihe, sondern auch durch die Spalte. Also, Ecksteine und Schlusssteine werden benötigt, um die Arbeiten abzuschließen. Gibt es eine Arbeit, in der du passende Runen unter den Stein findest? Die sind blöd, die kann man nicht verschieben. Ich hasse die Teile. Sie sind nervig. Aber da ich sie nur hier habe, sage ich nicht so nervig wie Steine. ja. What shall we do? Ich könnte mal allgemein sowas zur Zeitanzeige. Achte auf die Zeitanzeige. Schließe das Level ab, bevor die Zeit abläuft oder du verlierst dein Leben und beginnst von vorn. Tja, Zeit ist ein Mörder. Kopfgeld ungefähr 20.000 Euro. Ein extra Bonus! Mehrere aktivierte Kugelblitze und Feuerballer geben dir einen extra Bonus. Lösch 15 bis 20 Runen und verdiene Bonuspunkte, indem du sie mit einer angrenzenden Rune tauschst. Was ganz toll ist, dieses Ding trifft garantiert immer unter so einem verdammten Stein. Das heißt, wenn der da unten ist und ihr keine Gleichung weit und breit habt, einfach den einsetzen. Das gibt mir schon einen Tipp, weil ich so viel laber. Ciao. Was sagt uns das? Nicht so viel labern mehr und mehr spielen. Krass. Dazu ist doch ein Let's Player da, dass er viel labert. Ne? Stimmt doch, oder? Bin ich da etwa geirrt? Hauen wir erstmal den extra Bonus da rein und raus mit dir. So, und die explodieren alle, wenn man den Level geschafft hat. Jetzt gibt es 200 Punkte. Das finden sie bestimmt ganz toll. Also damit bin ich in Level 2, ich habe 15% abgeschlossen. Das stimmt halt nicht ganz überein, aber so ist es halt.